Hallo Freunde der gepflegten Gelbsucht, mein Name ist Mario und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei mir seid, wenn es heißt, die Simpsons, die Monorail, Tapped Out, Springfield, so ungefähr, alles zusammen und nichts davon gleichzeitig. Ja, ich muss gucken, was, ob es in der Questline wieder weitergeht. Ich habe gestern natürlich noch ein bisschen mein Kram so abgetippt und ein paar Mülltonnen gesammelt und ein paar zerquetschte Blechdosen hergestellt und den ganzen Kram, den man halt so machen muss. Bei diesen Social Games ist ja immer das Gleiche. Ich habe versucht auch noch ein bisschen, ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz die Motivation, mir die Kohle noch zu besorgen. Ich brauche aber unbedingt Kohle, weil ich Grundstücke brauche, um meine Monorail zu bauen. Das Scheißding braucht verdammt viel Platz. Und wenn ich mir angucke, was ich alles noch für Gebäude bekommen werde oder die Möglichkeit habe, die Gebäude zu bekommen, teilweise den größten Teil muss man sich ja kaufen mit Donuts, also mit richtigen real Geld, echte harte Kohle, für die man echt arbeiten muss und so ein Scheiß. Oh, warum bewegt sich hier nichts? Spiel schon wieder abgestürzt? Hat doch gerade erst angefangen. Juhu! Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir schon wieder. Naja, schon wieder ist gut. Ich hoffe, das Spiel hält diesmal ein kleines bisschen länger. Guck mal, dass ich hier möglichst alle Opossums direkt sofort erwische. Piu, piu! Piu! Wie meine Häuser stinken. Ja, ich war eigentlich gerade am Erzählen, dass ich hier versucht habe, so ein bisschen Kohle noch aufzutreiben. 36.000 sind es bloß geworden. Ist also nicht wirklich weltberühmt jetzt hier. Ich kann mal kurz raus scrollen, theoretisch. Ja, so einmal ganz kurz. Ist auch über so eine Aktion bei BlueStacks. Weil das automatisch mit dem Klick gleichgesetzt wird. Das heißt, wenn ich hier irgendwo, ich kann euch das ja mal zeigen, so, wenn ich hier versuche zu scrollen. So, jetzt habe ich das Arbeitsamt ausgewählt. Jetzt habe ich das Gericht ausgewählt. Also es wird auch immer gleichzeitig als Klick gewertet. Deswegen ist es so ein kleines bisschen... Oh, nicht aufhängen. Bitte, bitte! So. Wo ist hier mein... Wie sind meine arbeitswütigen Springfielder? Ein Knörkel? What? Oh no! Doch! Tu was für dein Geld, das du nicht kriegst von mir. Ich bezahle dich ja nicht. Arme Sau. Homer ist geil. Homer ist einfach nur geil. So, lass mal gucken, ob wir hier tägliche Herausforderungen geschafft. Was brauchen wir hier noch? Ja, der erste Akt, den habe ich irgendwie wohl voll verpeilt, habe ich so ein bisschen so das Gefühl. Ich meine, ihr seht es ja selbst, ich habe jetzt hier gerade das erste Ding erwischt. Ray Patterson hätte ich kriegen können. Das hat auch schon am 11. August angefangen, das Event, habe ich vorhin festgestellt. Und auch das habe ich vollkommen verpennt. Also ich bin der Meinung, das hat erst... Ich müsste jetzt mal gucken, wann ich das erste Video hochgeladen habe. Für mich hatte das erst 2-3 Tage... Ist auch egal. Ich war eh nicht so der Superaktive in letzter Zeit. Wie gesagt, wenn überhaupt, dann habe ich mich um mein Springfield Heights gekümmert. Ich wollte eigentlich hier nur mal schnell gucken. So, ich habe hier schon fast alles erreicht. Naja, also was ich für den... Was ich für diesen einen Auftrag hier brauche. Was war's denn? Lass uns mal schnell schauen. Oh, ich krieg 3 Streckenabschnitte. Nee, erstmal krieg ich nur das Tetanus-Terminal. Egal. Nein, nicht so. Hier kriegen wir 372 für. Platzieren. Klar. Das ist ja noch so ein Riesentrum. Sag mal, wo ist denn hier die Schiene da? Was ein Glück, passt die da genau hin? Die komische Station. Ihr spinnt ja wohl. Heads up! Ihr Stationierer. Hier, komm, lass mich hier mein Ding.
diese Großkotze sagen, dass ich nicht in der mit der Einschienenbahn fahren darf, ohne dafür zu bezahlen. Ja. Und dann baue ich halt meine eigene Station und lasse mich von denen bezahlen. Aber würde dich das nicht zum Teil desselben Systems machen, das dich diskriminiert? Genau, ich werde reich sein. Platziere das Tetanus-Terminal, habe ich gemacht. Platziere die Streckenteile der Einschienenbahn. Naja, hier steht zwar, ich habe schon drei, ich habe noch drei neue dazu bekommen. Kaboom! Kaboom! Now that's where buildings come from. Ich habe einen Schusswert. Teil 1 beendet. Und ich nehme meine Belohnung, die immer die gleiche ist. Oh. Jetzt bin ich irritiert. Komme ich da nicht so? Nee. Ich könnte jetzt natürlich hingehen. Dann könnte meine Mono-Dingstar-Boomstar-Railbahn ein nach vorne setzen. Und nein. Und dich einen nach vorne setzen. Und dich einen nach vorne setzen. Und dich einen nach vorne setzen. Und da 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 da. Ta! War hier nicht auch noch irgendwie? Ah, scheinbar nicht. Ja, jetzt ist das Tetanus Terminal. Das sieht natürlich Weltklasse aus. Ganz klar. Hier tolle Technik, tolle Struktur, tolle Stabilität. Ein Weltklasse-Statiker hat da wohl mitgearbeitet. Ja, das scheint es dann vorerst schon mal zumindest wieder gewesen zu sein für diese Runde. Ich habe mir überlegt, ich werde es ja wahrscheinlich versuchen, noch ein Infovideo zu machen. Da ich festgestellt habe, dass die meisten Leute oder dass meine Springfield-Videos zwar viele Klicks haben, aber kein Mensch guckt sie bis zu Ende. Ich weiß, dass ich schlecht bin. Aber das juckt mich nicht wirklich. Aber ich denke, ihr sucht vielleicht, wenn ihr meine Videos anklickt, sucht ihr vielleicht eher Infos, anstatt mir dabei zuzugucken, wie ich meine Sachen abklicke, dass ihr vielleicht einfach eher Bock drauf habt, mal zu erfahren, was gibt's denn überhaupt? Worum geht's ganz genau? Was für Figuren kann man bekommen? Was für Gebäude kann man bekommen? Was muss man für die Gebäude machen? Was können die Gebäude dann machen? Ja, da habe ich mir überlegt, ein kleines Video zu machen, falls irgendjemand, falls irgendjemand dieses Video zu Ende guckt. Und mich jetzt hier noch hört. Hallo, hörst du mich noch sprechen? Dann kannst du mir ja mal gerade in die Comments schreiben, ob du daran ein Interesse hättest, ob das was eher was wäre, was dich interessieren würde. Weil ich sehe, mein erstes Springfield-Video hat schon über 100 Views. Aber kein Mensch guckt es bis zu Ende. Es werden immer nur ein paar Sekunden und dann sehen die Leute wahrscheinlich, abgesehen davon, dass der Typ scheiße ist, spielt er das einfach nur. Der zeigt uns gar nicht, worum es geht. Und, naja, dem würde ich gerne etwas entgegenwirken, falls ich denn die Möglichkeit habe. Was ist eigentlich hier? Wieso arbeitet hier keiner? Ihr faules Gesindel! Ich glaube, das geht los! Gut, wie gesagt, dann soll es das gewesen sein von meiner Seite für diese Runde. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir doch einfach schnell einen Daumen nach oben da, schreibt mal was in die Comments, auch so. Oder abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr meine nächsten Videos nicht, inklusive dem eventuell noch kommenden oder den eventuell noch kommenden Infovideos. Ich habe überlegt, vielleicht für jeden Akt 1 zu machen, obwohl der erste Akt ja schon vorbei ist. Wurscht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao.